1000. Besucher. Am Dienstag konnte das Museum für Naturkunde und Vorgeschichte den 1000. Besucher der Ausstellung Die Oranienbaumer Heide, der Wolf im Naturparadies begrüßen. In diesem Fall war es gleich eine ganze Gruppe bestehend aus Schülerinnen der Zoberbergschule. Da nun nicht sicher gesagt werden konnte, welche Person denn die 1000. war, wurden kurzerhand alle 10 Schülerinnen überrascht. Aus den Händen des Direktors Ernst Görgner gab es einen Gutschein für einen Besuch im Tierpark in Dessau. Nach der kleinen Überraschung konnten sich die Kleinen über eine Führung durch die Ausstellung freuen.